Das Planspiel Börse zu Gast an der Börse Stuttgart. Heute die Siegerehrung der Azubis und bei mir ein Siegerteam, nämlich die Spielgruppe Star Azubis von der Sparkasse Paderborn-Detmold. Bei mir zur rechten Seite Katrin Sinemus, herzlich willkommen. Und auf der anderen Seite Thomas Biermeier, auch an Sie ein herzliches Willkommen. Fast 15.000 Euro Nachhaltigkeitsertrag haben Sie erwirtschaftet. Und die Frage ist natürlich, wie haben Sie das erreicht? Wie sah die Strategie dahinter aus? Ja, also wir haben jetzt zum zweiten Mal in dieser Konstellation am Planspiel Börse teilgenommen. Beim ersten Mal waren wir in unserem Verband auch schon relativ erfolgreich. Dort sind wir allerdings eine höhere Risikostreuung gefahren. Das heißt, wir hatten viel in der Automobilindustrie, was wir dieses Mal auch hatten. In dem Finanzsektor hatten wir etwas, aber auch im Einzelhandel oder auch in der Chemiebranche. Und da haben wir einfach gesehen, dass die Automobilbranche und die Chemiebranche waren halt wirklich mit Abstand die ertragreichsten. Und deswegen haben wir dann gesagt, diesmal nehmen wir wieder gestandene deutsche Werte, also sowas wie VW und BASF, halt rein, aber dann halt nur auf die Automobilbranche und die Chemiebranche abgezielt. Das heißt, unser Depot im Prinzip, was uns zum Sieg verholfen hat, bestand dann letztendlich größtenteils aus VW und dann auch noch Porsche zum kleinen Teil und BASF und Lanxess. Also klare deutsche Industriekonzerne, große deutsche Industriekonzerne, das war der Schlüssel zum Erfolg. Haben Sie denn öfter mal umgeschichtet oder eher eine Anlagepolitik der ruhigen Hand gefahren? Nee, wir sind eher die Anlagepolitik der ruhigen Hand gefahren. Wir hatten ganz am Anfang noch als einzigen Ausländer sozusagen Apple mit dabei und haben den dann aber dann verkauft, als Steve Jobs gestorben ist, weil wir gedacht haben, dass Apple dementsprechend die Aktie sinken wird und haben dafür dann Porsche dann reingenommen. Wieder ein deutsches Unternehmen, wo wir gesagt haben, die sind letztes Jahr gut gefahren, dann wird es dieses Jahr hoffentlich auch so sein und es hat sich ja auch bewährt. Sie sind ja ein Team von mehreren Anlegern gewesen, nicht nur Sie zwei, aber trotzdem und gerade deshalb auch die Frage, wie war denn das mit der Arbeitsaufteilung? Wer hat die Entscheidung getroffen? Wie kam man überhaupt zu Entscheidungen? Ja, also insgesamt waren wir ja 5 Leute in unserem Team. Wir haben es immer so gehalten, auch letztes Jahr, dass wir im Prinzip uns immer, ja, im Prinzip habe ich mir erstmal so die Hauptgedanken gemacht, habe das dann über unser Kommunikationssystem in der Sparkasse halt an die anderen herangetragen und gefragt, ob die noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge haben, Änderungsvorschläge. Dann haben wir dann im Prinzip abgestimmt und als wir dann in der Schulzeit im Block waren, haben wir das dann einfach ganz normal über die Handys dann geregelt. Mhm. Ja, und so sind wir dann halt immer demokratisch zu einem Ergebnis dann im Prinzip gekommen. Und was mich auch noch interessieren würde, wie haben Sie sich informiert? Wo haben Sie die Infos hergeholt, um diese Anlagenentscheidungen treffen zu können? Ja, gerade jetzt mit der Apple-Sache, das ging natürlich durch die ganzen Medien, das hat man sofort mitbekommen. Ansonsten haben wir so über die Sparkasse halt Zugang zu dem sogenannten WestLB Markets. Da konnte man sich informieren, ansonsten halt über die gängigen Internetportale wie zum Beispiel OnVista. Und die Frage ist natürlich auch, das sind Entscheidungen, die Sie natürlich in der Gruppe getroffen haben, aber so ganz alleine geht es vielleicht auch nicht. Hatten Sie Unterstützung und wenn ja, von wo kam die? Unterstützt haben wir uns eigentlich nur gegenseitig, dass wir alle geguckt haben, den Markt beobachtet haben, wie sieht es im Moment dann aus. Ja, die Sparkasse an sich, unsere Sparkasse hat uns komplett freie Hand gelassen, was das angeht. Die haben uns am Anfang die Login-Daten dann gegeben und ab dem Zeitpunkt an waren wir dann auch auf uns selbst gestellt und haben das dann alles selbst geregelt. Und was nehmen Sie mit aus diesem Spiel, aus diesen, ich glaube 2 Monate waren es ja im vergangenen Herbst? Ich würde sagen hauptsächlich, dass man in kurzer Zeit viel Geld gewinnen, aber auch viel Geld verlieren kann. Weil am Anfang standen wir schon sehr gut mit unseren Aktien. Dann ist die Börse ja runtergeprasselt und wir haben irgendwie 12.000 Euro verloren. Also es war verdammt viel Geld. Dann kam ja nochmal die Finanzspritze, wo wir nochmal nach oben geschossen sind. Und haben dann zum Schluss, bei der Finanzspritze haben wir dann auch im Endeffekt verkauft, weil wir gesagt haben, die Börse sinkt wieder. Ja, und daraus würde ich sagen, kann man mitnehmen, dass man in kurzer Zeit viel Geld gewinnen und verlieren kann. Würden Sie denn später mit echtem Geld auch in Ihrem weiteren Leben in Aktien und andere Wertpapiere investieren? Ausschließen würde ich es nicht, aber ich würde es auch nur mit Geld machen, was ich übrig habe. Einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass es halt zum Totalverlust kommen kann. Und ich würde es jetzt mit keinem Geld machen, worauf ich angewiesen bin, sondern nur wirklich mit Geld, was ich übrig dann hätte, womit man dann sozusagen ein bisschen spielen kann.
Das klingt nach einer sehr reifen Anlageentscheidung und Politik in Ihrem Team. Das war und ist das Team der Star-Azubis hier beim Planspiel Börse an der Börse Stuttgart. Star-Azubis von der Sparkasse Paderborn-Detmold. Ihnen und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und vor allen Dingen viel Erfolg bei weiteren Anlageentscheidungen. Danke sehr. Dankeschön.